einem Hechtschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Julian Brandt. So, Dortmund mit der Führung. Ich bin sicher, das wird jetzt hier noch intensiver. Die Bayern müssen reagieren. Ja klar, das ist das Prestigeduell überhaupt. Und der Spielstand kann den Münchnern bisher nicht gefallen. Das muss es sein. Da. Witzel. Er kann es machen. Sie bringen den hohen Ball. Gnabry bekommt den Steilpass. Er wirft sich in den... Die Bayern sind wieder da. Was für ein Tor. Dortmund ärgert sich. München jubelt. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg geben. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind natürlich top motiviert. Hier spielt die schlechteste Verteidigung gegen das Team mit den meisten Toren. Schwerstarbeit für die Defensive heute. So viel steht fest. Erling Haaland. Emre Can. Vielleicht die Führung jetzt. Oh, er trifft die Latte. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Emre Can. Klasse Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Jadon Sancho. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Es tut sich was im Parallelspiel, nämlich ein Tor. Deshalb kurz mal rüber ins Studio. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Marco Reus. Da ist die Chance. Da macht er ihn rein. So entstand dieses Tor. Marco Reus mit dem klugen Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt Reus mit Zug zum Tor. Nicht so einfach hier. Er versucht den Heber. Tor! Er macht per Lupfer. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann macht er das super. Überwindet den Keeper aus nächster Nähe, behält die Nerven per Lupfer. Er spielt den Pass zurück. Junior Caissara. Klasse Chance jetzt. Und er gibt Elfmeter. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Und dazu gelb. Nur gelb, muss man sagen. Er trifft den Pfosten.
So, Konterchance, vielleicht jetzt. Na, den Elfmeter hätten sie gern mitgenommen, aber wir haben es gesehen, das war natürlich viel zu wenig. Den Ball hat er, ganz souverän. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen, 2 Minuten sind es noch. Und Götze. Marco Reus. Reus, das ist die Chance. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Aus, das war's. Es ist vollbracht. Diesen Meistertitel kann Ihnen keiner mehr nehmen. Was für eine Leistung. Und jetzt brechen hier natürlich alle Dämme. Schauen Sie sich diesen Jubel an, auf dem Rasen, auch auf den Rängen. Sie hätten diesen Titel, ist ja klar, natürlich gern zu Hause gefeiert, aber eigentlich ist das doch egal. Die Fans feiern das Ding hier, als wäre es die eigene Arena. So, Buschi, das sind jetzt die Momente. Die ersten tanzen schon oben auf dem Podium. Die letzten holen sich die Medaillen. Konfetti! Konfetti! Konfetti-Regen. Wir warten auf den großen Moment. Wir warten auf den großen Moment. Und guck mal, da fällt so viel ab auch. Guck mal in die Gesichter. Ne? Das ist zwar Freude, aber du merkst genau, endlich haben wir es geschafft und jetzt ist es soweit. Hoch mit dem Ding! Herzlichen Glückwunsch! Deutscher Meister in diesem Jahr! Gratulation. Sie bedanken sich bei Ihren Fans, Buschi. Schönes Bild, aber das ist natürlich auch kein Wunder. Nee, Wolf, wenn wir über diesen Erfolg sprechen, dann müssen wir ganz klar auch die Unterstützung der Fans erwähnen. Im eigenen Stadion und auch auswärts, so wie heute. Das ist immer wieder unglaublich, was die veranstalten. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung. Auf das alle gewartet haben, auf das alle hingearbeitet haben. Es ist das Finale. Bleiben Sie dran, wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben. Wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen. Und wir schauen mal, was da auf dem Rasen taktisch passieren wird. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen. Aber du bist natürlich auch anfällig, darf es nie abschalten. So.
So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Roman Bürki steht im Tor. Manuel Akanji spielt mit Mats Hummels in der Abwehr. Thorgan Hazard steht mit Jadon Sancho auf dem Flügel. Und vorne soll es bei ihnen am heutigen Tage ein einzelner Stürmer richten. Buschi, sag uns doch kurz was zu Borussia Dortmund. Der BVB ist nicht nur einer der erfolgreichsten Vereine Deutschlands, sondern ganz sicher auch ein Club mit extrem leidenschaftlichen Fans. Wo Dortmund ist, ist immer auch Stimmung. Ganz egal, wie weit die Anhänger reisen müssen, um ihre Borussia zu sehen. Und das war der Anpfiff für dieses Endspiel im deutschen Pokal. Endlich geht's los. Ja, das ist fast zu durchsichtig, dieses Zuspiel. Weg ist der Ball. Das ist die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, Wolf, wie sich das Spiel entwickelt. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Da ist die Freude groß, auch am Spielfeldrand. Sie liegen hier vorne und es sieht gut aus. Erling Haaland. Jetzt vielleicht der BVB. Da kommt der Pass. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Ecke kommt von Guerrero. Guerrero. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Und da verlieren sie den Ball. Er holt den Ball hier ganz stark. Sie kommen jetzt über außen. Kommt jetzt die Flanke rein? Oh, Pech! Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball, macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten ja schon den Torschrei auf den Lippen. Witzel. Und Reus. Jadon Sancho. Ballverlust Dortmund. Pass auf den Flügel. Da können Sie erstmal klären. Fängt diesen Ball ab. Gutes Anspiel. Thorgan Hazard. Jetzt Mats Hummels. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Bei diesem Eckball wollen sie die Führung weiter ausbauen. Ecke in die Mitte. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und nun Witzel. Gute Aktion. Axel Witzel am Ball. Da hat er die Chance. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel?
Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Pass von Reus, aber kommt nicht an. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Sie bleiben weiter geduldig, obwohl sie hier knapp hinten liegen. Vielversprechender Spielaufbau. Er verhindert die Flanke. Guerrero. Da ist Witzel. Erling Haaland. Axel Witzel jetzt. Am Ball Manuel Akanji. Pass auf die Außenbahn. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Jadon Sancho. Das ist Freistoß für Dortmund. Und das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Wir haben hier eine gute erste Hälfte im deutschen Pokalfinale gesehen. Die Mannschaft liegt knapp in Führung, aber das wird kein Selbstläufer sein. Und das war der. Gute erste Hälfte für den BVB. Die Borussia führt. Jetzt geht's hier weiter. Jetzt Witzel. Wo ist jetzt? Erling Haaland. Dortmund verliert den Ball. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Viel Übersicht bei diesem Pass. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Da kommt die Ecke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Bruma. Unaufhaltsam. Sieht gefährlich aus. Da ist die Flanke. Da ist der Ausgleich. Und jetzt ist hier wieder alles drin in diesem Finale um den deutschen Pokal. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke und dann sehen wir natürlich, dass er da den Ball nur noch einnicken muss. Ja, das ist keine Anstrengung. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Und jetzt Reus. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Axel Witzel. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Jetzt Witzel. Erling Haaland. Da ist Witzel. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Marco Reus. Kann er den Ball behaupten? Bei der nächsten Spielunterbrechung wird gewechselt, wie ich sehe. Yannick Gerhardt. Klasse Pass jetzt.
Flanke findet keinen Abnehmer. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und jetzt Reus. Das Pressing jetzt. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Guter Pass jetzt. Erling Haaland. Ja, macht das da ganz sicher. Die Szene vor einigen Sekunden. Riesenchance vergeben. Wäre die Führung gewesen. Ja, sie hadern ein wenig mit der Chancenverwertung. Die Gelegenheiten sind ja da, aber immer wieder scheitern sie. Und so bleibt es beim Remis. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit der Ball geht an die Latte. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Rand sind. Könnte den Konter geben. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Der BVB weiterhin bemüht, hier in Führung zu gehen, aber es klappt bisher noch nicht. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. Ganz frei da jetzt in der Mitte. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Da können sie klären. 3 Minuten sind es noch. Erling Haaland. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. 1 Minute gibt es noch oben drauf. Yannick Gerhard. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Er klärt hier mit dem Kopf. Das gibt Einwurf. Da kommt der Abpfiff. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich noch die Verlängerung. Die Trainer haben die letzten Anweisungen gegeben und beide Teams sind zurück. Jetzt gilt es. Wir starten in die Verlängerung. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Und nun Götze. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Yannick Gerhard. Der Pass kommt nicht an, Ball im Aus, Einwurf. Jetzt Götze. Erling Haaland. Da ist Sancho. Jetzt vielleicht der BVB. Mario Götze. Könnte die Führung werden. Das ist der Treffer. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Toller Abschluss. Sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt also Rückstand für den VfL Wolfsburg. Yannick Gerhard. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Glück
Ezekiel, Ball noch im Spiel. Und gleich warten dann nochmal 15 Minuten auf uns, die zweite Hälfte in der Verlängerung. Wieder ein guter Pass. Der Ball läuft gut heute, klasse Passquote. Erling Haaland. Er holt sich vorne den Ball. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Kevin Babu. Acht Minuten noch. Kevin Babu. Nein, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Bürki ohne große Probleme. Jetzt Hummels am Ball. Götze am Ball. Marco Reus. Also, vier Minuten haben wir doch hier in der Verlängerung. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Da kommt der Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Ja, der nächste tolle Pass. Nochmal, jetzt vielleicht die Gelegenheit zum Ausgleich. Hereingabe in die Mitte. Ball geht über die Latte. Schöne Aktion vom Keeper. Nochmal die Ecke, vielleicht die Chance. Jetzt die Ecke. Da ist die Szene vorbei. Und da sehen wir den Pokalsieger in diesem Jahr. Verdient? Ja, weißt du was? Die Frage stellt sich doch. Gut, wenn du das Ding am Ende hochstimmst und du weißt, du hast den Pott, dann feierst du mit den Fans und hoch die Tasse. Gratulation. Also ja. Ja. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente. Ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach was eigentlich jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es soweit. Herrlich, herrlich, herrlich. Herrlich. Was für ein Erfolg. Wie die jungen Hunde tanzen sie vor den eigenen. Ne? Da kann ich jetzt nichts mehr anfangen. Womit mit den Hunden? Super Erfolg, super Erfolg. Ein tolles Bild jetzt hier. Ich glaube, an diese Mannschaft werden wir uns noch lange erinnern. Ja, das ist ein sensationelles Team. Ohne Schwächen, einfach klasse zusammengestellt, auf den Punkt topfit und auch taktisch immer wieder überragend. Mario Götze. Könnte die Führung werden. Das ist der Treffer. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten.
Danke für dieses Gespräch.